Hallo und herzlich willkommen zurück zu God Eater Resurrection. Hallo. Ja, die nächste Mission steht schon an. Ich gehe noch mal gerade kurz zum Terminal. Wir brauchen Feuer. Ja, Feuer ist bei mir erst auf 5, deswegen. Warte mal, was war das? Das war so ein Panzer, ne? Mhm. Ich glaube, ich bleib einfach mal auf meiner Kälteklinge, wird schon nicht so verkehrt sein. Story 6. Mal schauen. Aber bis jetzt sind hier trotz des Story-Fortschritts noch keine weiteren Nebenquests dazugekommen. Oh oh. Changes to the origami in the last few months. The anti-origami wall isn't equipped to handle this much alteration. You mean it's the bias factor? It's just not strong enough to cope with the origami pattern changes anymore? It's strong, just not strong enough. There is a way to upgrade it, theoretically. Installing a core from one of those new origami should reinforce the armor, still. Sweet! That sounds like a plan then. Let's head out. Das klingt nach einem verdammt guten Plan, um die Mauer zu schützen. Da muss ich aber mal gerade was anmerken. Was denn? An diese oberschlaue Community, die beim Anime gemeckert hat. Also im Spiel ist ja noch nie ein Aragami durch die Wand durchgebrochen. Ach so, und was war das gerade? Aha. Scheinbar sind sie auch im Spiel mal durchgebrochen. Davon wusste ich jetzt gar nichts. Also ich habe jetzt damit gerechnet, dass das irgendwann mal passiert. Ja, nur ich erinnere mich noch, dass sich einige aufgeregt haben, so. Weil in Episode 1 brechen die sofort durch und dann haben einige geschrieben, also im Spiel passiert das ja gar nicht. Naja. Ja, anscheinend also, doch. Sind sie ja so also, auch durch. Die widersprechen, warum sollten die im Spiel nicht versprechen? Vielleicht passiert es halt in der zeitlichen Bahn, wo wir uns gerade hier bewegen, nur nicht so oft. Und in Teil 2 ist dann vielleicht, keine Ahnung, jede Stunde. Das weiß man ja nicht. Ja, gut. Das weiß man ja einfach noch nicht. Dass es da eigentlich welche gibt, die sich wieder drüber aufregen, das ist schon traurig, Freunde. So. Der sieht ja krass aus. In Eisform. WTF. Also Feuer, warte mal, ich wechsle mal ganz kurz. Hast du eigentlich Gina mitgenommen, weil die einzige ist, die uns noch nicht beleidigt hat? Richtig. Ja, das ist der Grund. Die anderen sind einfach nur nervtötend. Und ich habe Gina extra mitgenommen. Achso, die kenne ich noch gar nicht. Ich habe die noch nie getroffen. Wie sie alle nur großen vorbeirennen erstmal. Schön. Oh. Oder hat die dich schon beleidigt? Also wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen. Nee, ich hab mit der noch gar nicht wirklich geredet. Ha, okay, Eis gegen Eis ist natürlich ein bisschen scheiße, aber es wird schon. Er ist ja schließlich vergiftet. Richtig, ne? Dagegen kann er sich nicht wehren. Ah, vorne ist immer sehr anfällig, das passt schon. Hier hinten leider noch nicht. Kann er mal aufhören, so mega krass rumzuhüpfen? Au, au, au. Ich bin kein Spielball, hör auf damit. Boah. Was hast du jetzt davon? Au. Nein. Es trifft mich natürlich trotzdem. Da kam Kota vorbeigeflogen. Kota kann das ab. Mm,
Da hält man's aus. Oh, ich bin fast tot. Kota ist am Boden. Ich hol. Okay, hol du. Oh, jetzt bin ich fast down. Ich nehme nochmal ein Heal-Ding, ja. Der macht Schaden. Der macht? Ja. Echt? Wenn du mit Feuer auf die Raketenabschussdinger schießt, bringt was. Raus schon vor Wut. Finde ich klasse. Immerhin. Bewegt er sich gerade nicht. Mist. Ja, genau, ey. Nein, ich habe keine Muni mehr. Das ist Gina. Ah, okay. Kenne ich noch gar nicht. Gina, mach keinen Mist. Aber das ist Hibari, die uns die ganze Zeit sagt, wir sollen uns zurückziehen und healen und lalala. Alpha One, you're in danger. Please disengage and grab some cover. Oh shit. Ich hab nur gesehen, wie du in die Luft gesprungen bist und dann weggeflogen bist. Hier ist eine Heal-Säule. Von, ich glaube, Gina. Das gibt's doch, nee. Ja, hält aber was aus. Ja, ich mache leider echt wenig Schaden. Ja, wobei, wenig nicht. Ich mache immerhin über 100. Oh mein. Noch, rennt da weg. Huch. Au. Das ist doch ein Witze. Wow, er hat mich beim Heilen unterbrochen. Ich mach hier eine Heal-Säule. Ja, ich bin schon wieder voll. Okay, aber Kota kann und gleich umschränken. Müsste die Reserve nicht eigentlich auch bei so einer Verteidigung eher helfen? Wer? Was? Was meinst du? Müsste die Reserve nicht eigentlich auch bei so einer Mauerverteidigung eher helfen, als hier mitzukommen? Nee, die Reserve ist dort, wo sie gebraucht wird. Ja, wie wär's denn mal bei der Mauer, die gerade durchbrochen wird? Ja, ja, das war alles zu mir. Jetzt fall doch endlich. Kann nicht mehr so viel aushalten. Ja, wo ist jetzt zum Beispiel Alisa und Sakuya? Was machen die jetzt gerade, wenn wir die nicht auswählen können? Das würde mich brennend interessieren. Das müsste mal irgendwo noch erklärt werden, was da gerade passiert. Oder ja, wo sind die denn? Was haben die denn gerade für einen Auftrag? Würde mich interessieren. Sehr gut. Ich hoffe, die helfen vielleicht bei der Verteidigung. Das werden sie gut tun. So. Pluto geschützt. Oh, hier ist noch ein Ethan. Sehr gut. So, rein zufällig habe ich auch schon alles gelootet. Ich schieß schon mal. Du gerade auf? Ja, ich schieß schon mal drauf. Ja, okay. Weil wir ahnen ja schon, was da rauskommt aus der ganzen Geschichte. Die Verteidigung muss auch mal getestet werden. Also. Richtig. Das war Story. Mhm.
Also bis jetzt finde ich die Story ganz angenehm. Vom Schwierigkeitsgrad her. Ach, das ist Gina. Was? Bruchbelohnung. Ah, ich mache mal Brauchsgegenstände. Ja, mache ich auch. Triple A. Double A. Triple A. Komische Story. Naja, muss ja auch mal sein. Also wir kriegen bei 6 gerade keine weiteren Nebenmissionen. Ne? Wir haben noch 2 Nebenmissionen bei 6. Also bloß weil wir jetzt die Story... Also es wird kleiner. Die Schwierigkeitsstufen, Abschnitte sind kleiner. Vermute ich jetzt ganz stark. Tja, ist das gut oder ist das nicht gut? Ich weiß es nicht. Ja, das heißt, die Story wird jetzt schneller vorangehen, nehme ich an. Ich würde sagen... Was hoffst du? Ich würde sagen, wir komplettieren mal noch die 5, oder? Ja, ja, wir können wieder alle mitnehmen. Komm, mit der mache ich immer gute Kombos. Warte mal, Gina ist automatisch dabei? Warte. Die schleicht sich jetzt hier rein. So. Ja, halt. Nee, ist ja egal. Obwohl, ich nehme den Zug mit. So, Kota schießt zu oft auf uns. Na, du Idiot. Hast du wenigstens geholfen? Oder standst du wieder bloß in der Gegend rum? Du hast deine Haare gemacht. Das ist Reservemotivation. Ja. Mhm. Vergiss aber nicht Monster Hunter. The transmission is coming in crystal clear. Alright, let's give some support. Es ist aber Stufe 5 jetzt. Das wird easy. Eater. Ja, war Stufe 5 nicht letztes Mal, wo alle NPCs K.O. gegangen sind? Ja. Tani, die Ninja-Meisterin. Er trifft mich nicht. Super ausgewichen im Ninja-Stil, hast du gesehen, ne? Oh nein. Oh nein. Beyblade. Wie es einfach alle erwischt mit dem Beyblade wieder. Das war der Plan. Oh oh. Schön. Vorsicht, Beyblade. Nee, okay, Beyblade. Au. Was war denn jetzt hier noch? Nein, das war Mist. Au. Ich habe übrigens vergessen, meine Heilzeug aufzufüllen. Fällt mir gerade spontan auf. Was machst du da immer? Was, ich? Halt zwei Schuhe nicht aufgezogen. Ja, ich vergesse es wieder. Oh oh. Ja, roll nur über mich drüber. Wo rennt er jetzt hin? Argami falling back. It's going to try and find some food. Don't let that thing get away. Die besten Gott-Eater, wo gibt's ihn schon zur Stelle? Oh, Ja, ich höre da nur so ein Keuchen. Das hat ja gepasst. The Argami's been inflicted with poison. Ist es eigentlich nur der eine oder kommt da denn noch mehr? Es ist noch was, aber ich kann gerade gar nicht sagen was. Ich glaube noch eine Affe. Aber der Affe, der andere checkt es anscheinend gerade nicht. Dass wir seinen Kumpel hier schon platt machen. Was natürlich nicht besonders schlimm ist, gerade. Sieht man so irgendwie, was da noch ist? Ne? Beyblade. Ist so die dämlichste Attacke ever. Besonders weil er dann immer schön mit dem Schwanz so passend zum Spielen kommt. Hm. Kann ich mich mal healen, bitte? Ich will kurz mal healen. Hey,
Neuankömmling? Ist noch jemand dazugekommen? Oha. Ja, alles klar. Er ist schwarz. Wieso ist er schwarz? Was bedeutet das? Feuer macht Schaden. Feuer macht Schaden. Das finde ich schon mal gut. Fall bitte runter. Fall runter und stirb einfach. Ich mache erstmal den Minion da weg. Ja. Ich komme mal mit zum Minion. Ach, vorerst mal looten, ne? Au. Ist der Feuer oder was für ein Typ ist der? Glaube ja. Oder ist schon das erste kaputt gegangen? Schön. Und alles findet er gar nicht geil. Jo. Die macht jemand immer in deiner Stimme hört, wie du dich freust. Wenn du weißt, was am meisten Schaden macht. Wechseln. Oh. No chance. Einfach keine Chance. Das macht so schön Schaden. Laufen. Und dann machen wir weg. Es läuft aber schön zügig gerade. Dann machen wir weg. Ja, keine Chance. Sehr gut voran. Machen wir erstmal die Nebenmissionen auf der 5 alle fertig. Wenn auf der 6 nicht so viele Nebenmissionen dazukommen jetzt, wird das heute spannend. Immer mit dem Blick Richtung... Tja, da muss ja nicht auch noch was kommen. Müsste ja demnächst losgehen, die ganze Ecke da drüben. Vermutlich. Eigentlich schon, ja. Ich hab's gehört, so ungefähr. Brauchsgegenstände. Ich weiß halt nicht, ob man Credits später noch vielleicht für richtig was Großes braucht. Aber ich gehe mal auf Verbrauchsgegenstände lieber. Ruhiger Atem. Oh, das klingt gut. Ich nehme das auch meistens, weil das ist meine einzige Einnahmequelle für diese großen Heilpillen aktuell. Ich habe schon lange keine mehr gekriegt, muss ich ganz ehrlich sein. Ich tue mir mal wieder auffüllen. Erholungspillen S. Ich weiß nicht wieso. Ich nehme jedes Mal Paralysegranaten mit, ne? 25 Stück. Wenn wir wieder zurück sind von der Mission und ich habe keine benutzt. Da fehlen 25 Stück. Mir werden die immer abgezogen. Ja, mir auch. Runter auf 8 immer. Ich habe dann immer nur noch 8. Ja, ich auch. Ich weiß auch nicht warum. Ich auch nicht. Jetzt kommt so einer mit dem Stachel und zwei Gobros, also die jumpfreudischen Herrschaften.
die immer hin und her springen. Oder lass mich in Ruhe, ich will nur. Oh, okay. Die rede ich nicht. Elektro-Kettensäge mit. Hey Alisa, wo warst du denn vor uns? Warte mal. Noch nicht starten, noch nicht starten, noch nicht starten. Danke. Du musst besser mit Alisa reden. Vielleicht erzählt die was, wo die vor uns. Ich habe mich vor kurzem eine Mission anzunehmen. Verteidigungseinheit und die Forschungsteams. Das war ganz schön heftig, als mir klar wurde, wie wenig ich von ihrer Arbeit weiß. Okay, das ist ein schöner Hinweis, wo sie gerade war. Alisa sagt gerade, sie hat sich für sehr, sehr viele Projekte gemeldet, auch für Forschungsteams und auch für Verteidigung. Also hat die wahrscheinlich vor uns wirklich bei der Verteidigung mitgeholfen, nehme ich jetzt mal stark an. Interessant. Mit die, davon kann man wohl ausgehen. Der ist mir egal, wo er war. Vom Blondschopf. Mission start. Mission start da oben ready. Auf dem Dach war gerade was. Ich habe eins noch. Einbildung. Nein, da war was. Ich schwöre es. Ich hab's doch gesehen. Sakuya, komm. Ninja. Stealth-Modus aktivieren. Wir haben schon hier so ein bisschen unsere Standardwege, die wir so abgeben. Hm, erstmal um zu looten. Ne, ne? Guck mal, da drüben haben wir doch schon den ersten. Warte, ich mach den ersten Schuss. Ich will den ersten Schuss. Komm schon. So. Jetzt ist er munter. Na, easy. Fast 500 Schaden teilweise. Oh, oh. Ah, wie ich noch weggehen will, aber der trifft mich natürlich trotzdem. Der erste ist schon gebrochen. Das nächste. Ne, er raus noch nicht. Also. Doch, jetzt nächsten. Speedkills. Der ist doch gleich weg. Das wird unser schnellster Kill ever. Von so einem großen. Ja, da war er weg. Doch, da war er weg. Also von sowas Größerem war es, denke ich, unser schnellster Kill. Ja, das könnte sein. War aber, glaube ich, auch ein normaler. Mhm. Und trotzdem voll gut. Der nächste kommt. Und der ganz große ist drinne. Hm? Wo ist er denn? Hä? Ach, da. Ah, oh, ich renne genau rein. Der andere kommt auch. Ja? Das ist nicht so gut. Er kommt. Oh. Wollen wir hier vorgehen? Hier ist ein bisschen mehr Platz. Ja, der kommt schon her. Sakuya, komm. Wir nehmen jetzt den großen vor. Ich und Alisa kloppen auf das Würmchen ein gerade. Ja, ja. Und Sakuya und ich übernehmen Herrn Skorpion hier. Oh, ist das der Ernst? Ich habe eine Linkbürst. Oh, Würmchen! Ja. Ich muss mich heilen. Ich mich alleine gegen den Großen. Das ist nicht so gut. Ich komm, ja, ihr kloppt alle auf ihn ein. Was macht denn Sakuya da bitte? Die soll doch bei dir bleiben. Ja, die hilft bei dir gerade mit. Dann komme ich mit zu dir hier. Jetzt kriege ich aber, wenn ich hier bin, wenigstens die Kombis mit Alisa. Wir müssen mal teilen. Wir müssen das wieder tauschen. Also, sobald ich hier bin, hilft Alisa mir. Das ist verdreht. So, und weg. Komm schon.
Der erste ist weg. Hä? Ist er nicht gerade gestorben? Wow! Wow, wow, wow. Alter, das war knapp. Der muss wegkommen. Au, au, au. Nein. So, weg. Au. Hab ich den jetzt erwischt? Ich treffe nicht. Schon wieder. Ja. Ich krieg ständig Boosts mit Alissa. Voll gut. Ah. Boah, 441 läuft. Alissa, ich brauch Muni. Please. Ich mache eine Heilungssäule hier hin. Der hält nicht mehr viel aus. Oh oh. Ich muss näher ran, ich springe immer viel zu früh. Und dann war er weg. Jawohl. Primary target eliminated. Well, thank you for making my job a little easier. Well, that was far easier than I anticipated. Wow, that was easy. I guess this is why. I'll make it home. Blub. Hast du Discord offen? Kannst du mal so Discord einsehen? Ja, so auch. Ich habe anscheinend jemanden inspiriert. Wenn ich das gerade richtig sehe. Ich kann nur das halbe Bild sehen. Ja, ich kann nur so die Hälfte sehen, aber das sieht sehr verdächtig aus. Magnesium. Ich will ja den Loot haben. Ach, Menno, 5 Meter, 2 Meter davor. Nein, 1 Meter. Ach, nee, ich wollte das nehmen. Mist. Okay. Wir kommen gut voran. Oh, Triple yeah. S. So viele Nebenmissionen haben wir jetzt bei 5 gar nicht mehr. Ich gucke mal, ob sich bei 6 schon wieder was, ob da jetzt irgendwie mehr ist jetzt da. Aber ich glaube. Nee, also jetzt wird das ja nicht mehr. Nee, es sind immer noch 2 Nebenmissionen bei der 6. Obwohl wir jetzt 2 Story gemacht haben, also es ändert sich echt nicht. Das heißt, es wird die Schwierigkeitsstufen werden kleiner. Na, da kommen sicherlich noch ein paar. Ja, ein paar kommen bestimmt noch. Okay, ein Quadriga. Ein Elektro-Shiyu, also ein Elektrovogel. Anfällig für Frost, also nehmen wir was mit Eis mit. Ah ja, da und der Shiyu ist aber feuerempfindlich. Der Quadriga ist aber anscheinend. Der Quadriga ist anfällig für Frost, der Shiyu ist feuerempfindlich. Am besten eignen sich durch Sporen der Angriffe. Okay. Krieg mal hin. Das denke ich auch.
Wo? Ich bin alleine mit Sakuya. Ja, ich bin. Komm, Sakuya, wir gehen hier lang. Hey, Sakuya, was schießt du? Oh. Na komm, Alisa, den machen wir hier. Oh gut, die Gute ist schon besiegt. Ich hab nur drauf geschossen. Find ich gut. Komm, Sakuya. Hast du schon was gekillt? Lisa, gib Gas. Rückzug. Hi. Hallo. Naja, auch hier. Was ist denn los? Ich hab grad was zu tun, Moment. Ach, du hab den Großen schon am Wickel, alles klar. Habt ihr dort was gekillt? Ja, ein. Oh, ich will auch looten. Genauso wie ihr. Ich will auch looten. Nein. Alter. Holy. Nein. Alter. Er hat sich erst weg. Ich hab den Loot nicht gekriegt. Wo ist denn der Vogel jetzt hin? Der steht hinter dem Dicken hier. Ich hab keine Muni mehr. Ich brauch mehr Muni. Ich muss irgendwie mich mal so skillen, dass ich mehr Muni krieg. Hier ist der Vogel. Du Drecksvogel, ey. Jetzt reicht's aber langsam hier. Alter, ist fast tot. Das war knapp. Au. Ich verfolge den Vogel. Ich auch. Ich geb dir Deckung. Ah shit, dem mach ich nicht so viel Schaden. Oh, wobei, geh. Großer kommt auch. Vorsicht. Wo ist denn der Vogel jetzt hin? Ach da. Da kommt der Große. Ah. Ja, ich heal mich schon. Hey, wo ist der Vogel hin? Abgehauen? Der rennt in diese kleine Ecke rein. Okay. Den krallen wir uns. So leicht kommt er hier nicht davon. Und da war er weg. Jetzt aber schnell raus, bevor der Große hier reinkommt. Gehen wir noch kurz looten. Das ist ja wohl, also. Hättest du genauso gemacht. Nee, ich kämpf hier. Ja. Sakuya kommt auch mit. Sie geht erstmal looten. Ja, Alisa auch. Das heißt, ich bin jetzt alleine. Ja, komm her, Dickerchen. Lol. Dieser Feige. Jetzt rennt er in die Kirche rein. Wir rennen echt. Gut, looten kann ich auch. Na jetzt wollen wir kämpfen, komm, jetzt gehen wir kämpfen. Nö. Guck mal, alle rennen zum Kämpfen und der, nö, jetzt nicht mehr. Da kommt Sakuya, wir machen das schon. Ich höre einen Schnurpsen. Keine Manier, ne, der batscht. Jetzt kommt ihm ja auch hinterher. Ja komm, wir gehen zurück. Das hat bestimmt wehgetan. Wir sind wieder da. Schön. Wie war der Urlaub? Ich komm hier nicht rein. Er versperrt den ganzen Eingang. Er ist zu fett. Jetzt hast du seine Gefühle verletzt.
wir müssen jetzt eigentlich davon ausgehen, dass die direkt Gefühle haben. Weil wir kennen ja nur Shio. Also du darfst jetzt eigentlich nicht mehr sowas sagen. Das ist ja böse. Ja, Moment. Dann könnte man ja auch irgendwie jetzt hier Katzen mit Einzellern vergleichen. Das ist ja schon ein Unterschied. Ja, was ist der Unterschied zu Shio? Shio lernt halt jetzt schnell. Und sie hat die menschliche Form. Shio ist quasi der Delfin und das Ding hier ist quasi eine Krabbe. Oh. Das ist eine Beleidigung für alle Krabben. Gibt's eigentlich noch Krabben? Aua, in der Welt hier? Unwahrscheinlich, ne? Ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel. Ja, obwohl, gibt's eigentlich Aragami, die im Wasser sind? Gibt's eigentlich noch Wasser? Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Ich glaube tatsächlich, also gibt's sicherlich, aber offiziell? Weil dann könnte man ja, dann könnten ja theoretisch alle Wasserlebewesen auf der Welt noch leben. Theoretisch. Das glaube ich nicht. Aber theoretisch möglich. Theoretisch ja. Das würde ich jetzt gern wissen. Ob es auch Wasser-Aragamis gibt. Also ich habe im Wiki keinen gesehen. Kann ja einfach nur bedeuten, dass sie noch nicht entdeckt sind. Ich denke mal, irgendeiner hätte das dann schon gemerkt. Ich würde sogar gerne mal gucken, was die Errungenschaften alles sind hier bei God Eater 1 und würde das gerne mal versuchen, 100% zu machen. Hätte ich voll Bock drauf. Oha. Hätte ich voll Lust drauf. Also da wäre ich stolz drauf, bei God Eater 100% zu haben. Das wäre ein Ziel. Mhm. Kann man denn machen, wenn man... Aha, Zwischensequenz. Ja. Ach, mit der Mechanikerin. Oh, das ist ja schön. So, aber bevor wir jetzt weitermachen, ist die Folge natürlich erst einmal zu Ende. Genau. Herr Blub, walten Sie Ihres Amtes. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Aragami-Geschnetzel. Ciao. Tschüss.